Stefan Hinger ist mein Name. Wir waren als Familie 19 Jahre in Afrika und haben uns dort natürlich in der Fremde auch immer wieder gefragt, wo Heimat ist. Für mich ist ganz entscheidend, die Heimat hängt nicht nur an meinem Ort, sondern an meiner Identität. Mit wem bin ich denn unterwegs? Wer ist mein Herr? Mit wem identifiziere ich? Und für mich ist das ganz klar Jesus Christus. Diese Heimat wünsche ich mir natürlich auch für all diejenigen, die hier nach Deutschland kommen. Dass sie zu einem Deutschland als Heimat empfinden. Ich heiße Detlef Blöcher und bin Leiter von DMG Interpersonal e.V. Das ist ein christliches Missionswerk, was 350 Mitarbeiter in 80 verschiedenen Ländern hat, die dort Gottes Liebe in Wort und Tat weitergeben. Die meisten Personen der Bibel waren Flüchtlinge. Und es bewegt mich, wie Gott so ein großes Herz für Flüchtlinge hat. Wo sein Herz schlägt, da muss auch unseres schlagen. Doch wie geht das konkret? Wie kann das praktisch geschehen? Deutschlandbegleiter liefert uns klasse Kurzvideoclips, die sich gut eignen für den Gesprächseinstieg mit Flüchtlingen. Dafür können wir sie einsetzen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, nicht über unser Land, sondern auch über das Evangelium. Da hilft der Deutschlandbegleiter ganz praktisch mit Videos, wie kann man hier Deutsche verstehen. Feierlichkeiten, die verschiedenen Feiertage und was sonst so alles da ist, macht ja für viele keinen großen Sinn. Der Deutschlandbegleiter gibt dazu Hilfestellung. Worüber ich mich wirklich freue auch, ist, dass es nicht nur darum geht, die Gebräuche zu kennen, sondern auch, was dahinter steht. Der Glaube nämlich an Jesus Christus. Und das ist uns wichtig. Viele dieser Menschen kommen und haben keine Beziehung zu Gott. Oder sagen wir so, sie kennen Jesus Christus nicht. Könnte es sein, dass Gott diese Menschen zu uns schickt, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Jesus ein Stück weit kennenzulernen? In der Begegnung mit Flüchtlingen brauchen wir die Vernetzung. Brauchen wir das gegenseitige Lernen. Brauchen wir ganz vielfältige Kontakte in unterschiedliche Städte und Regionen. Dafür stellt Deutschlandbegleiter so ein Netzwerk dar, um mit Menschen, die in eine andere Stadt verlegt werden, dort mit Christen vor Ort in Verbindung zu bringen. Ich kenne selber einige Flüchtlinge, die gekommen sind, wenn ich da an einen denke, aus Syrien, der in Aleppo alles hatte. Hatte ein Goldgeschäft, war auch Busfahrer und er kommt hierher und hat gar nichts mehr. Haben ein Stück weit begleitet, wie er dann einfach gesucht hat, seine Familie aus der Türkei hierher zu bringen. Mitgeweint, als es nicht möglich schien und dann mitgefreut, als kurz vor Weihnachten 2015 das dann da tatsächlich möglich war. Am Sonntag habe ich ihn gesehen, wir lagen uns in den Armen und haben uns richtig gefreut. Er kommt mit auch in die Gemeinde, auch wenn er vielleicht noch nicht alles verstanden hat. Muslime, Fremde, Christen, die aus ihren Heimatländern hierher kommen, suchen etwas, was wir ihnen geben können. Das sind Freunde, Beziehungen. Wenn jeder Fremde hier wenigstens eine Person hat, die ein Stück weit dieser Freund sein kann, ein Stück weit begleiten kann oder vielleicht auch einfach nur dafür beten kann, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Deutschlandbegleiter hilft an dem Punkt auch, einander zu vernetzen. Wo sind Fremde, die suchen vielleicht eine Gemeinde, die kommen von einem Ort an den nächsten und wissen gar nicht, mit wem sie da reden können. Wenn wir als Christen uns nicht eintragen auf Deutschlandbegleiter, dann fehlt uns da etwas. Dann können diese Menschen nicht in eine Gemeinde kommen und dort weiter wachsen in ihrem Glauben, echte Jünger auch werden. Ich denke, jeder von uns ist da auch ein Stück weit gefragt, mit seinem Beitrag mitzuhelfen, dass Menschen Gott begegnen, wie es bei uns bei der DMG einfach auch ein Stück weit Tradition ist, aber gute Tradition. Wir stehen dafür, dass Menschen im Ausland Jesus kennenlernen, sodass sie gar nicht erst die Not haben, hierher nach Deutschland zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn sie schon in Deutschland sind, dann möchten wir sie einfach auch gerne annehmen. Ich kann nichts dafür, für die Gründe, die sie hierher treiben. Aber ich kann etwas dafür, wenn sie hier in Deutschland eben nicht die Möglichkeit haben, Menschen zu begegnen, keine Heimat finden oder niemanden haben, mit dem sie ein Stück weit auch reden können. Dafür kann ich was.
Heimat findet man letztendlich auch da, wo Menschen einander begegnen und das Leben teilen, sich einladen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass noch mehr Deutsche nicht nur in Asylantenheimen helfen, sondern tatsächlich auch Menschen mit nach Hause nehmen und sie dort einfach bewirten, Freunde sein, sie begleiten. Die DMG, Interpersonal e.V., ist ein eingetragener Verein, der weltweit arbeitet. Wir haben sehr viele Partner, aber auch hier in Deutschland arbeiten wir mit sehr vielen verschiedenen Organisationen zusammen. Unter Menschen, die schon lange hierher gekommen sind oder auch solchen, die erst vor kurzem hierher gekommen sind. Wir helfen Gemeinden, um ihnen das Verständnis auch ein Stück weit zu geben, wie können wir die fremde Kultur, den fremden Menschen verstehen, annehmen und nach Möglichkeit auch natürlich das Evangelium dann sagen. Weil wir davon überzeugt sind, Jesus ist real. Jesus ist echt, authentisch und es lohnt sich wirklich, auch Jesus kennenzulernen. Wenn man vor dem Fremden Angst hat, dann ist es das Beste, den Fremden zu begegnen und kennenzulernen. Einfach auch mehr darüber zu wissen. Gerne kommen wir da in die Gemeinden, helfen mit, dieses Verständnis auch aufzubauen. Wir sind auch gerade dabei, mit zu überlegen, wie können wir denn vielleicht ausländische Mitarbeiter hier in Deutschland mit hineinnehmen und in den Gemeinden dann auch helfen, ja, durch Sprache, durch Kulturkompetenz einen Beitrag zu leisten, dass Migranten, Flüchtlinge seelsorgerlich letztendlich auch Hilfe bekommen. Flüchtlinge brauchen Jesus, denn in ihrer Heimat haben sie oft nichts vom Evangelium erfahren. Es hat mich sehr bewegt, immer wieder in Flüchtlingsunterkünfte zu gehen, Menschen dort zu begegnen, von ihren erschütternden Lebensgeschichten zu erfahren und auch die Hoffnung, die es in Jesus gibt, Gottes wunderbare Zuwendung in Jesus Christus weiterzugeben. Es bewegt mich immer wieder. Dazu lädt Gott uns ein. Darum sind wir unterwegs.